Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man tolle Umschläge machen kann, die man aufreißen kann. Dazu habe ich mir jetzt verschiedene Größen an Papieren genommen und daraus kann man verschiedene Größen an Umschlägen machen. Zum einen habe ich hier, seht ihr diesen kleinen, diesen Rand oder diesen Streifen, den kann man nachher schön aufreißen. Hier habe ich das schon mal gemacht und da kann man dann wunderbar aufreißen und den Umschlag öffnen. Ich fange an mit einer Größe für die normalen B6-Karten. Dazu nehme ich mir den A4-Blatt und falze mir bei 3 und bei 8 Inch eine Linie. Dann drehe ich das Ganze und mache das nochmal bei 1,5 und auf der anderen Seite nochmal bei 1,5. Ihr könnt natürlich die auch auf andere Größen anpassen. Ich habe es jetzt nur so als Beispiel für die B6-Karten. Dann schneide ich mir an der kleinsten, also an der schmalsten Seite unten die Ecken ein. Diese beiden Laschen bleiben, da schneide ich mir nur bis dorthin. Und auf der anderen Seite genauso. Genau, dann können wir das Ganze eigentlich auch schon falzen. Ihr braucht eigentlich nur zwei Laschen, das reicht völlig aus. Die reichen nicht ganz bis oben hin, das ist eigentlich auch gewollt, dass man die Karte nachher einfach leichter rein und raus reinstecken und rausholen kann. Und auch der obere Umschlag, der zumacht, den habe ich auch nicht ganz bis runter, weil ich das so irgendwie ganz nett fand als Idee. So, die Ecken werden noch ein bisschen abgerundet, das macht noch ein bisschen mehr her, sieht noch ein bisschen edler aus. Und das überlappt ganz schön und genau dort an dieser Stelle kommt dann nachher auch diese Reißlinie. Das ist dieses Gerät, das ist vorne so ein Rädchen dran mit scharfen Klingen. Und dazu nehmt ihr euch am besten ein Stück Pappe. Moosgummi ist ein bisschen zu weich. Oder ihr habt vielleicht noch eine härtere Matte, so eine Schneidematte. Geht vielleicht auch ganz gut. Probiert es mal aus. Ich habe hier die Karte ein bisschen umgeschlagen, damit mir die Karte nicht wegrutscht. Und jetzt mit viel Kraft und Gefühl einmal durchziehen. Wie gesagt, Moosgummi ist zu weich. Dann schneidet ihr euch quasi schon die Karte, also den Umschlag schon kaputt. So, jetzt habe ich mir hier zwei Linien gemacht mit diesem Radlrädchen. Und knipst mir hier an einer Seite, ist egal welche, so eine kleine Ecke in rund ab, dass man da mit dem Finger drunter fassen kann. Und dass man auch so ein bisschen sieht, dass man das aufreißen kann. Jetzt mache ich mir den auch fertig, diesen Umschlag. Und dann schauen wir weiter. Hier für die oberste Lasche klebe ich mir nur ein Stückchen doppelseitiges Klebeband an den oberen Bereich, also nicht auf den Aufreißteil, sondern eins drüber und das war es eigentlich auch schon. Und wenn ihr euch nachher dann den Umschlag zumacht, geht er dann auch automatisch auf, wenn ihr euch dieses Band dann abgerissen habt. So, ich mache hier noch eine kleine Verzierung drauf mit Embossingpulver, mit weißem. Und so sieht das dann nachher aus. Könnt ihr euch überlegen, was ihr wollt. Ich habe auch schon dieses Foil-System verwendet. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hier kommt unter dieses kleine Halbkreis hier noch ein anderer Halbkreis, um einfach das optisch noch hervorzuheben. Und dann kann man das Ganze eigentlich auch zukleben. Also natürlich, wenn man eine Karte drin hat. Wunderbar. So, ich zeige euch noch schnell die Größen für dieses neue Slimline-Format von Alexandra Renke. Das ist ja ein sehr schmales Hochkantformat. Da falze ich hier bei 3,5, 7,5 und bei 11. Das kleine Stückel, was bei 11 da entsteht, das schneide ich mir ab an dem Falz. Und dann machen wir die Seiten noch bei 1,5. Einmal wenden und da nochmal bei 1,5. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Das Prozedere geht genauso wie bei dem Kleinen. Das heißt, ich schneide mir hier die Laschen ein und den Rest, den Überstand, schneide ich mir weg. Sieht es dann genauso aus wie beim B6-Karten-Umschlagformat. Genau, nochmal alles schön glatt ziehen, umschlagen und dann können wir auch hier loslegen. Da lege ich mir wieder die Pappe drunter. Schaut einfach mal, was ihr habt. Aber ich denke mal, Pappe hat sicherlich jeder irgendwie zu Hause. Und dann schön kräftig und langsam, dass ihr nicht verrutscht, weil man verrutscht mit diesem Rädel ganz leicht. Am besten ein bisschen üben, damit ihr so den Dreh raus habt. Ich habe festgestellt, Renkepapier geht eigentlich wunderbar. Das DDD-2-Linien. Es
Papier darf nicht zu dick sein, sonst tauchen die Radlrädchen da auch nicht zu tief ein. Das kann man da nicht richtig reißen. Und genau, also auch so beschichtete Papiere wie Hochglanzpapiere ist auch mal schlecht, wenn die so aufgeklebt sind. Aber das hier, das geht wunderbar. Das ist Ränkepapier. Machen wir wieder ein bisschen Werbung, aber ich muss sagen, es geht wirklich sehr gut und ich zeige euch das jetzt auch mal, wie das funktioniert. So, wunderbar. Habt ihr es gesehen, wie es funktioniert? Also das geht wirklich sehr fein. Auch wenn jetzt ein bisschen was übersteht noch am Papier, ist es ja nicht schlimm. Das soll ja schließlich einfach aufgerissen werden. Klebt euch bitte dann eure Umschläge nicht gleich zu, wenn ihr noch gar keine Karte drin habt. Und könnt euch ja aufheben, falls ihr mal irgendwelche Kartenumschläge braucht. Hier habe ich sogar auch eine fertig gemacht. Und da ist schon eine fertige Karte drin. Wenn ich dort dann was reingeschrieben habe, dann kann ich das auch zukleben und weiterreichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch mal was Neues ausprobieren und es geht tatsächlich auch alles ohne Blotter, ganz mit der Hand. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es schön nachwerkeln und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!